Das großzügige Angebot der britischen Regierung, eine jüdische Heimstatt in Afrika zu gründen, erwies sich als eine schwere Prüfung für die zionistische Bewegung. Viele unterstützten Herzl, viele waren aber auch gegen ihn. Sie erklärten, dass das jüdische Volk einzig im gelobten Land seine Heimat finden könnte. Besonders erstaunt aber war Herzl über die Reaktion der Delegierten aus Kischinjew. Sogar sie, die Juden aus der Stadt des ersten großen Massakers, lehnten den Uganda-Plan ab. Herzl verstand die Welt nicht mehr. Er konnte nicht fassen, wie ein so unglückliches Volk, das Verfolgungen ausgesetzt war und dem alle Rechte vorenthalten wurden, zu einem Land, das man ihm anbot, einfach Nein sagen konnte. Die russischen Zionisten versuchten es zu erklären. Wir wollen nicht irgendein Land. Wir sind Zionisten. Wir wollen in das Land unserer Väter zurückkehren. Auf dem Kongress wurde Herzl zusammen mit einer Gruppe russischer Zionisten fotografiert. Dies ist das einzige Bild, auf dem Herzl gemeinsam mit Dr. Chaim Weizmann zu sehen ist. Wenn die britische Nation das ist, wofür ich sie halte, wird sie uns zu gegebener Zeit ein besseres Angebot machen, sagte Weizmann, der 14 Jahre später die sogenannte Balfour Declaration entgegennehmen sollte. 10 Monate nach dem 6. Zionistenkongress starb Herzl an gebrochenem Herzen, wie es hieß. Zehntausende wohnten seiner Beerdigung bei. Die ganze jüdische Welt trauerte um ihn. Für die Unterdrückten und Verfolgten war er das Symbol der Hoffnung auf Verbesserung für das Los der Juden. Ohne ihn, so schien es, würde die zionistische Bewegung erlöschen. Ein wichtiges Ereignis gab dem Zionismus neuen Auftrieb. Brach eine Revolution in Russland aus. Zar Nikolaus II. Ließ den Aufstand niederschlagen. Und er bediente sich eines scheußlichen Tricks. Er lenkte den Unmut der Bevölkerung auf die Juden. Sie sollten der Sündenbock für alle seine Fehler sein. Im Oktober 1905 fanden mehr als 50 Pogrome in Russland statt, allesamt gesteuert von der zaristischen Regierung. Massenflucht aus Russland war die Folge. Die meisten Juden wanderten in westliche Länder aus, vor allem in die USA. Nur wenige zog es nach Palästina. Als Einwandererland war Palästina nie beliebt gewesen. Außer einem Leben in Armut, einem schlechten Klima und tödlichen Krankheiten hatte es nicht viel zu bieten. In der Gunst der Kolonisatoren stand Palästina an letzter Stelle. Nur eine tiefe religiöse Überzeugung konnte zivilisierte Menschen dazu bringen, dorthin auszuwandern. Ich durchquerte das Jezreel-Tal auf einem engen Pfad. Ein Schwarm von Moskitos umgab mich. Endlich kam ich in Kinneret an. Hier war das Brachland, das wir bebauen wollten. Das Land war tot. Nur eine tiefe innere Überzeugung konnte uns dazu bringen, diese Erde neu zu beleben. Trotzdem kennzeichnete Begeisterung die ersten Jahre des Zionismus in Israel. Die Gründungsväter glaubten einst, dass die Anpassung der Juden in der Diaspora zum Untergang des Volkes führen würde. Nur hier, in der historischen Umgebung, läge die einzig wahre Möglichkeit seiner Erneuerung.
Eliezer ben Yehuda, einer der Stammväter der zionistischen Bewegung, glaubte, dass die Rückkehr nach Zion allein nicht ausreichen würde, um das Judentum vor Anpassung und Auslöschung zu bewahren. Noch etwas anderes war gefordert, die Rückkehr zur eigenen Sprache, dem Hebräischen. In Jerusalem unternahm ben Yehuda ein Experiment. Nach 2000 Jahren erzog er erstmals wieder Kinder, die nur Hebräisch, die alte Muttersprache, lernen sollten. Wir durften nicht mit anderen Kindern spielen. Wir standen unter einer Art Hausarrest. Wir durften nicht auf die Straße gehen und mit fremden Kindern sprechen. Und was passierte, als mein ältester Bruder 4 oder 5 Jahre alt wurde und keine Freunde hatte? Meine Eltern brachten einfach einen Hund und eine Katze mit nach Hause. Also konnte mein Bruder mit dem Hund in der männlichen und mit der Katze in der weiblichen Form sprechen. So lernte er die grammatischen Formen richtig zu benutzen. Das waren die ersten Freunde und wohl auch die ersten Tiere, die nach 2000 Jahren Hebräisch sprechen lernten. Das Wiederbeleben der hebräischen Sprache war ein historisches Ereignis ohne jedes Vorbild. In großen Demonstrationen wurde 1911 gefordert, das Hebräische in den Schulen als Unterrichtssprache einzuführen. Doch Lehrer und Behörden glaubten nicht an den Erfolg, zum Beispiel Arithmetik und Geometrie in der heiligen Sprache zu unterrichten. Für die Demonstranten gab es keine Alternative zum Hebräischen. Andernfalls könnte die jüdische Nation nicht überleben. Was dachten die Araber, als sie die Juden ihre blau-weißen Fahnen schwenken sahen? Was bedeutete ihnen dieses Land? Der Islam war im 7. Jahrhundert in das Heilige Land gekommen. Stämme furchtloser Krieger waren aus der arabischen Wüste aufgebrochen und konnten auf ihren Eroberungszügen riesige Gebiete von Indien bis Spanien unter ihre Herrschaft bringen. Mehrere Jahrhunderte lang, während das christliche Europa in der Dunkelheit des Mittelalters lag, galten die Araber als Vorreiter für Fortschritt und Kultur. Naturwissenschaften, Philosophie und Kunst erlebten unter ihrer Herrschaft eine Blütezeit. Das heilige Jerusalem eroberte die Herzen der Moslems. Vor etwa 1400 Jahren errichteten sie eine prachtvolle Moschee an genau jenem Ort, wo die Römer den alten jüdischen Tempel zerstört hatten. So wurde Jerusalem nach Mekka und Medina das dritte Heiligtum der Muslimen. Seit der muslimischen Eroberung lebten in Palästina mehrheitlich die Araber. Allerdings war in ihrer Geschichte Palästina nie eine politische Einheit gewesen. Es war Teil der arabisch sprechenden Welt, die sich vom Atlantik bis zum Indischen Ozean erstreckte. Als im 19. Jahrhundert der große Rückzug der Juden nach Zion begann, waren die Araber noch nicht zu politischem Bewusstsein erwacht. Während der ersten 38 Jahre jüdischer Einwanderung nach Palästina gab es keinerlei organisierten Widerstand. Nur wenige Araber hatten vor der zionistischen Gefahr gewarnt. Sie konnten sich auf das türkische Regime verlassen, das alle Bemühungen der Juden zur Schaffung einer eigenen Heimstatt sofort im Keim erstickte. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich die Lage jedoch drastisch. Dieser Krieg, eine 4 Jahre lange Katastrophe von nie dagewesener Grausamkeit, machte der Welt von gestern ein Ende.